So, ich muss ein bisschen nachvertonen, weil mit den Tonaufnahmen hat nicht geklappt. Also, ich bin der Thorsten, das ist mein Kanal, Thorsten und seine Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir gucken uns den Lost Place an. Das ist ein verlassener Flugplatz gewesen, wo die Russen stationiert waren, irgendwo in Deutschland gerade gewesen. Wo ja, jetzt gucken wir uns mal den Eingang hier an. Das ist schon, oh, sieht aus wie so ein Gebäude, würde ich mal sagen, was man da so sieht im Hintergrund. Aber ist, man muss halt wirklich aufpassen, da sind schon Mauerteile umgefallen. Also man sollte wirklich da nicht so dicht dran gehen. Denn man sieht es hier jetzt, da muss man aufpassen, links, denn die Mauer, die sieht wirklich schon ein bisschen einsturzgefährdet aus. Das ist so, da wo wir jetzt hier lang gingen, Nebeneingang von der Kaserne. Aber den Weg, wenn man den immer geradeaus läuft, kommt man im Prinzip komplett durch die ganze Kaserne durch. Also ich gehe mal von aus, dass es doch so vielleicht so ein Transportweg war für Fahrzeuge. Hier sehen wir noch die Neubauten und die werden, so wie es aussieht, sind die damals, sehen die noch nicht so super aus, alt aus. Ich schätze so plattenbauweise bestimmt um eine 60er Jahre wurden die gebaut. Vielleicht wurde die Kaserne auch dort erweitert. So sieht der alte Hangar aus. Dort waren dann die Maschinenhalle, beziehungsweise dort wurden die Flugzeuge gelagert oder auch gewartet. Nach so und so vielen Jahren, man sieht, es ist nichts mehr übrig geblieben. Die Natur holt sich nach und nach alles wieder zurück. We'll be right back.
Mann, wie lange wird so ein Baum da oben wachsen, dass der so viel Nährstoffe noch kriegt und Wasser da oben kriegt? Wahnsinn, der ist doch bestimmt schon 8, 9 Jahre alt. Mann, da wachsen jetzt Bäume aus dem Fenster. Ich glaube, ich spinne. Das habe ich ja noch nie gesehen. Und wie lange sie da wachsen, das ja Nährstoffe sind. Muss das schon ewig da durchregnen. Kann sich ja nicht vorstellen, dass vor 50 Jahren hier Leute noch über den Platz liefen. Da waren keine Bäume, keine Büsche, da war Lehm auf offene Kaserne. Ja, ich hatte nur noch ein paar Schüsse nebenan gehört. Wie so eine alte Lagerhalle, ob da Flugzeuge oder Hubschrauber drin waren, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist der extrem klein. Zieht sich von dem Tower, der relativ klein ist für heutige Zeit, aber damals hat es ausgereicht. Thank you.
da mal nah gewesen, so wie es aussieht. Steht doch was drauf, in Russisch. Also gehe ich von aus, da haben sie ihre Freizeit, die Getränke geholt oder ihr Essen noch geholt oder Zigaretten geholt, so was man so alt gebraucht hat, Schnürsenkel, Kleiner oder was zum Anziehen. So, und jetzt sehen wir gleich den Tower von der Rückseite. Also von hinten, wie er da aussieht. Ganz schön kaputt, kein Treppengeländer mehr, vielleicht geklaut worden oder vergammelt, keine Ahnung. Das war mal ein kleines Filmchen wieder aus der Reihe, wo uns die Füße hintragen. War ein kleines Lost Place gewesen, aber wir werden höchstwahrscheinlich, gehen wir nochmal da hin drinnen und gucken uns dann halt die Gebäude in drinnen mehr an. Was noch da ist, ob man noch was erkennt, was da drüber war, ob da noch was bisschen zurückgeblieben ist, seit ich schätze nach 30 Jahren, so wie es verfallen ist, sollte man doch vorsichtig sein, da reinzugehen. Denn fast jedes Gebäude, so wenn man die Dachstuhl anguckt, ist einsturzgefährdet. Aber trotzdem. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Denkt, vergesst ein Abo nach oben nicht. Ein kostenloses Abo. Daumen nach oben. Und die Glocke nicht vergessen. Und seid nächstes Mal wieder dabei. Schaut einfach mal auf meine Kanalseite drauf. Es kommt ja immer wieder was Neues dazu. Also, danke und bleibt gesund. Ciao. Euer Thorsten und seine Welt.